Detailkontrast und Schärfewirkung. Lightroom Classic stellt mehrere Werkzeuge bereit, um die Schärfewirkung zu bearbeiten. Mehr Kontrast bedeutet in der Regel mehr Schärfe. Allerdings, wenn man irgendwo den Kontrast erhöht, muss man auch an anderer Stelle einsparen, weil die Tonwertskala ja begrenzt ist. Wenn man also den globalen Mitteltonkontrast erhöht, dann wird die Lichter- und Tiefenzeichnung reduziert. Erhöht man selektiv die Flächenkontraste, dann können Säume und Halo-Effekte auftreten. Verstärkt man die feinen Details, dann wird auch das Rauschen erhöht und mögliche Artefakte können auftreten. Der erste Schritt der Bildbearbeitung ist immer die Erhöhung der Dynamik. Bei diesem Vergleich sieht man links ein Bild mit hohem Kontrast. Allerdings sind dann auch beispielsweise hier in den Lichtern und hier in den Tiefen die Details schlechter zu erkennen. Hier ist die Belichtung ausgewogener. Dafür wirkt das Bild nicht ganz so klar und prägnant. Je nach Abbildungsgröße muss man das bei der Bearbeitung etwas vermitteln. Mit der Klarheit kann man die Flächenkontraste verstärken. Das heißt, aneinandergrenzende Flächen heben sich deutlich voneinander ab. Auch flächige Verläufe werden verstärkt. Das helle Ende wird heller und das dunkle Ende dunkler. Für die feinen Details gibt es verschiedene Tools, die man vom Schärfen her kennt. In diesem Vergleichsbeispiel sieht man die neue Funktion Details verbessern. Diese benutzt Machine Learning. Das setzt mindestens macOS 10.13 High Sierra voraus oder bei Windows 10 die Version 18.09. Diese beiden Betriebssysteme unterstützen die künstliche Intelligenz bzw. Machine Learning direkt im Betriebssystem. Im nächsten Video zeige ich die Anwendung der verschiedenen Funktionen in Lightroom Classic.